Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Für alle, die Lust haben, folgt uns gerne auf Discord. Hier haben wir unseren eigenen Enshrouded Community Server, auf dem wir alle spielen. Und bitte vergesst nicht, mir hier unten ein Abo dazulassen, falls euch mein Content gefällt. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Unterstützung. Im letzten Part war ich in Rotfels, bin dort leider zweimal gestorben, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt mir schon fleißig in die Kommentare geschrieben, warum. Und jetzt lasst uns einfach mal ins Spiel reinschauen und nicht länger labern. Und da sind wir auch schon wieder zurück in Rotfels. Wenn ihr euch erinnert, im letzten Part haben wir hier aufgehört, mehr oder weniger, denn ich bin hier ja gestorben. Ich habe jetzt gerade meinen Loot geholt, habe dann da oben die Kiste nochmal aufgemacht und habe hier den Lehrlingszauberstab bekommen. Die habe ich, glaube ich, im letzten Part schon gefunden, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wir müssen uns hier ja jetzt noch weiter umschauen. Deswegen, let's go. So, einmal den Bogen. Dann will ich das hier in die Luft jagen. Gegessen und getrunken habe ich auch schon. Und die Waffe verbessern machen wir später auf jeden Fall noch. Mir ist auch aufgefallen, als ich den letzten Part geschnitten habe, dass dort unten noch so, also da war im Keller ja so ein komisches Türding und da habe ich mir beim Schneiden gedacht, ob da nicht was dahinter ist und deswegen werden wir uns das auf jeden Fall auch noch anschauen. Ups, und jetzt ist leider mein Rucksack voll. Das ist natürlich doof. So, ich will aber eigentlich nicht wieder nach Hause gehen. Deswegen, was ist denn das hier? Ach, das sind Nägel. Ja. Okay, dann werden wir die hier zerlegen. Und jetzt weiß ich nicht, ob mir das Fleisch irgendwas bringt oder ob ich das löschen könnte. Die Bandagen können wir hier auffüllen. Ja gut, dann ist auf jeden Fall schon mal wieder Platz und da kommt einer angedüst. Ja. Wo kommst du denn eigentlich her? Hallo? Please, komm runter. Also, die Nägel wollte ich aufsammeln. Da kann man wieder schlafen. Das brauchen wir jetzt ja aber noch nicht. Kann man das auch kaputt machen? Probier's mal mit dem Zweihänder. Ah ja. Easy. Gut. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier hoch und gucken, was man da noch so erkunden kann. Oh, hier ist ein Haufen Pflanzenfaser. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die mitnehmen soll, aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Weil es ist ja nie verkehrt. Wer weiß, vielleicht brauche ich noch Dächer und dann habe ich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein paar davon gesammelt. So, das ist keine Tür, das ist ein Fenster. Und hier hinten scheint jetzt auch erstmal nichts zu sein. Verbinden könnten wir uns. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Ach, Dankeschön. Das kam plötzlich. Okay. Also hier war nichts. Hier haben wir Schutt. Soll ich mal gucken, ob vielleicht hier was drunter ist? Sieht jetzt nicht so aus. Ich hätte gedacht, vielleicht ist da ja irgendwie ein Kellereingang oder so. Aber nope. Hier sind Kisten. Beziehungsweise Fässer. Hier kann man auch was durchsuchen.
die üblichen Sachen. Was haben wir hier? Wer schießt? Was für eine Ruhe. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich war hier und wollte hier eigentlich plündern. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Ja, das ist ja so wie am Anfang. Das machen wir gleich. Erst einmal hier fertig. Aber hier ist auch immer nur derselbe Quatsch drinne. Wie, schon wieder voll. Okay, dann schmeiße ich jetzt das Fleisch hier raus. Ja. Ist hier jetzt noch irgendwas dahinter? Na, Arnett. Gehen wir mal rein. Ist auf jeden Fall wieder eine Kiste. Und wieder explosive Kugeln. Weil man von denen ja nicht genug hat. Okay. Wow, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Dann nehmen wir die Kugel. Jetzt sollte hier frei sein. Ja, einwandfrei. Ah, jetzt sind wir bei dem Haus hier. Das haben wir auch von oben gesehen, ne? Komm schon, dann machen wir die auch noch weg. Einfach, weil es so viel Spaß macht. Ist hier dann irgendwas außer Holz? Nope. Schauen wir uns erstmal draußen um. Ah, da kann man hochklettern. Kann man die Bücher mitnehmen? Ja. Dann nehmen wir die einfach mit. Jedes einzeln. Und hier haben wir eine coole Kiste. Und einen Alchemistenring. 6 Mana-Punkte, 8 Ausdauerpunkte und 10 Lebenspunkte. Habe ich Platz? Nein, Rucksack voll. Jetzt ist die Frage, ob ich den Ring brauche. Weil eigentlich wollte ich ja nicht in die Alchi-Richtung gehen. Vielleicht ist er aber nicht verkehrt, deswegen behalte ich ihn auf jeden Fall. Und ich denke, ich würde mal den Schutt hier wegschmeißen und nehme dann den Ring mit. Ist hier denn sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Dann können wir doch hier runterdüsen. Und hier gibt es was zum Lesen. In guten wie in schlechten Zeiten. GZSZ. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in die Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Alienor? Alienor? Von Alienor? Ach, die Armen. Ist das die Yolanda oder ist er das? Egal, wir nehmen die Knochen mit. Die Bücherle. Und Feuer. Na, Rucksack ist voll. Okay, dann nicht. Dafür brauchen wir einen Dietrich. Haben wir aber gefunden, also kein Problem. Schon sind wir wieder draußen. Gut, dann gehen wir runter und zu diesem Spot, den ich gemeint habe, im Keller. Und der müsste ja, wenn ich mich nicht täusche, hier irgendwo gewesen sein. Hm, oder auch nicht. Hier, wenn das jetzt der richtige Keller ist. Da waren, glaube ich, die Ratten. Ja, genau.
Kommt mal bitte raus. Und es war noch eine drinnen. Okay, Fackel weg. Und ich brauche meine Spitzhacke. Ja, da ist nämlich noch ein Durchgang. Guck, ich hab's doch gewusst. Fackel nehmen wir wieder. Jetzt ist der Rucksack voll. Wie geht denn das? Ach so, das hat's jetzt... wo ist es? Quatsch. Das hat's jetzt hier rein verschoben. Dann tun wir das löschen. Nehmen die Fackel. Oh, da sind auch zwei. Ich weiß, ich soll das nicht mit der Fackel machen, aber das war jetzt einfach. Und hier haben wir einen Beil mit 14 Schaden. Inventar ist wieder voll. Okay. Können wir noch irgendwas wegschmeißen? Den Feuerstein schmeiße ich jetzt mal weg, weil da haben wir ja ums Eck sowieso so ein Vorkommen davon. Deswegen, den brauche ich nicht unbedingt. Ja gut, ich denke aber mal, dass ich dann hier fertig bin. Wir waren ja überall drinnen eigentlich. Jetzt sind natürlich wieder tausende Assis da. Wisst ihr was? Kommt euch jetzt weg. Hat ja echt gut geklappt. Und nicht mal ein Loch im Boden. Ich dachte eigentlich, da kommen Löcher im Boden. Gut, ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Ich denke, ich habe hier alles gefunden. Falls nicht, sagt mir bitte Bescheid. Dann teleportieren wir uns nach Hause. Zuerst, weil es wird ja jetzt auch schon wieder dunkel. Dann können wir A schlafen und B das Inventar lernen. Und dann gehen wir mal zu dieser Warte hin. Wer hat denn die Tür aufgelassen? Erstmal reparieren. Dann zu den Truhen. Ich gehe auf alles ablegen, damit sich das auffüllt. Und hier mache ich genau dasselbe. Und dann haben wir hier noch die leere Truhe. Da tue ich jetzt mal das Beil rein. Den Zauberstab, brauche ich den? Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn mal im Inventar. Den Ring erstmal nicht. Max auch nicht, Garn auch nicht. Und das hier alles auch nicht. Die Pfeile müssen drinnen bleiben. Und den hier tausche ich jetzt mal mit der Fackel aus. Jawohl, ich denke, das passt. Jetzt gucken wir doch nochmal. Feuerstellen. Hier, ich kann so eine Feuerstelle bauen. Dafür brauche ich Steine und Holzscheite. Dann machen wir das jetzt auch mal schnell. Habe ich Steine noch? Hier, Steine und Holzscheite. Dann bauen wir mal zwei davon. Wo sind sie denn hier? Eins, zwei. Die eine stellen wir mal dorthin, dass hier auch ein bisschen Licht ist. Und die andere kommt rauf. Denn ich habe den Tipp bekommen, dass ich quasi keine Lagerfeuer benutzen soll, sondern eben diese Feuerstelle. Also ich hoffe, das ist jetzt hier irgendwie noch ein bisschen drehen. So vielleicht? Ah ja, okay. Ist jetzt nicht schön, passt aber erstmal. Ach, da kann man auch kochen. Dann würde ich mal behaupten, koche ich kurz mal das Fleisch. So, das ist fertig. Dann legen wir uns schlafen. Und dann muss ich mich unbedingt auch wieder heilen, bevor wir losdüsen. Denn ich möchte ja jetzt ja zur Warte gehen. Gut. Also, was haben wir gesagt? Einmal heilen. Dann packe ich das hier wieder dorthin, das Fleisch hier hin. Und bevor ich jetzt losdüse, was ich gerade schon wieder verplant habe, einmal noch das Inventar leer machen. Genau so nämlich.
Und dann düsen wir los. Wir müssen. Hierhin. Die warten. Und jetzt hat es mir eingefallen, ich habe ja jetzt den Greifhaken. Damit müssten wir eigentlich ja jetzt über die Brücke kommen. Deswegen, das werden wir jetzt auch unbedingt mal ausprobieren. Sonst muss ich unten durchs Miasma durch und da habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Ach so, ja. Und bevor ich wieder Ärger krieg, essen, trinken und Pilz. Junge. Oh, ich habe ja die falsche Ding. So, jetzt hat. Manchmal ist das ein bisschen verspult, finde ich, mit dem Tab wechseln. Vor allem, wenn man gerade eben nicht bei dem Waffenzeug ist. Die Brälingbrücke. Waren nicht hier auch Pfeile? Ja, zumindest einer, oder? Nee, hier ist noch einer. Hallo. Pfeil? Jetzt. Hey, bist du doof? Sind sie doof? Ah, ich hab ihn. Oh, hier sind auch welche. Das habe ich ja gar nicht gesehen beim letzten Mal. Sehr schön. Und dann let's go. Hier haben wir noch Knochen. Gehen wir da runter. Und hier können wir durchsuchen. Wasser. Meint ihr, dass hier unter dem Schutt irgendwas ist? Sollen wir es mal ausprobieren? Probieren geht über studieren. Nee, da ist nichts. Sieht man sofort. Macht aber nichts. Dann ist wahrscheinlich hier auch nichts drunter. Was ist denn, wenn ich da runter düse? Komme ich dann wieder rauf? Okay. Sah so aus, vielversprechend, aber hier ist nichts. Dann gehen wir wieder rauf. Und hier muss man einmal drüber, aber man kann auch unten lang. Was ist denn hier unten so? Hier ist auch wieder Schutt. Ich habe jetzt so viel gehört, dass man so viele versteckte Sachen finden kann, auch gerade unter Schutt und so. Deswegen wäre es ja blöd von mir, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere. Aber hier sieht auch nicht so aus, als wäre irgendwas. Habe ich jetzt hier was anderes übersehen? Nee, da konnte man einfach auch nur hochgehen, oder? Oder ist da noch irgendwas? Nee, ich denke nicht. Lass uns mal weitergehen. Hier glaube ich nicht, dass irgendwas ist. Jetzt kann ich nicht aufhören, Schutt zu durchwühlen. Nee, da ist nichts. Geh mal hoch. Und hier drüber. Den kann man durchsuchen. Der hat auch wieder diese Sprengdinger und ein Pfeil ist hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, was haben wir da? Mit einem Greifhaken kannst du dich über Abgründe schwingen, halte nach Ankerstellen Ausschau. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Was gibt's hier noch so? Kann man da irgendwie runter? Ja, ah, da ist eine Kiste.
Mit zwei Heiltränken. Das ist auch nicht verkehrt. So, aber ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Dann let's go. Juhu, ich hab's geschafft. Ach genau, wir waren ja hier schon bei dem Ende. Den Typen, der da hinten steht, hatten wir ja schon mal verdroschen. Kann man eigentlich die auch kaputt machen? Ja, aber sie machen mir auch was. Boom. Ah, der ist jetzt nicht kaputt gegangen. Und jetzt kommt dieser Hayopai. Okay, dann machen wir den erstmal weg. Das ist ja auch nur ein Level 1er. Was haben wir hier? Nix. Außer am Betty. Da kann man raufgehen. Garn und Äste. Aber sonst ist ja nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann lasst uns mal ganz schnell da hochflitzen. Zu diesem großen Bergding. Warte mal, ist das der richtige Weg hier? Mal schnell auf die Karte schauen. Nee, ich glaube, wir hätten da hinten lang gemusst. Aber vielleicht können wir auch hier rüber lang. Muss man hier durch? Probieren wir es. Probieren wir unser Bestes. Die Straße ist blockiert. Zur Überquerung wird ein Greifhaken benötigt. Wirklich? Was ist aber, wenn ich hier durchsprenge? Geht das? Oh, da ist eine Kiste vor allem. Ja, ich glaube nicht, dass ich den Greifhaken brauche. Oh, ein Bogen. Coole Sache. Richtig nice. Machen wir den mal mit dem Bogen kaputt. Aber oh, nein, nicht das Schaf. Den hier bitte. Hallo, stirb. Danke. Ja, der Bogen. Der Bogen. Ein Waldlangbogen. Fernkampfwaffe Stufe 3. 10 Kraft. Eine Sekunde Spanngeschwindigkeit. 15 Ausdauerkosten. 250 maximale Haltbarkeit. Plus 7 Pfeilgeschwindigkeit. Der ist bestimmt allemal besser wie unser Bogen. Ja, dann können wir den gleich löschen. Den looten wir. Hier war was zu lesen, auf jeden Fall. Und zwar da. Stell dir vor, du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die Steinkalkenfingerknochen eines Titanen, das Zeichen eines verborgenen Grabes. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen. Doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen, Erbstücke von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund, es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut, ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht? Hm. Da bin ich mal gespannt auf den Schatz. Aber ist das jetzt hier der richtige Weg? Das wissen nur die Götter. Irgendwas? Nee. Und irgendwer schießt schon wieder auf mich. Wo? Da oben. Da oben. Du bist ein Schlawiner. Nein, bleib doch da. Warum du auf mich schießt? Jetzt ist er wohl runtergefallen. Armes Tuk-Tuk. Runter.
Wieso geht's hier nicht runter? Hallo? Kann ich das kaputt machen? Bestimmt, aber wahrscheinlich noch nicht mit meinen Waffen. Der hatte eh nicht wirklich was Cooles dabei. Dann gehen wir jetzt doch nochmal da hoch. Ups. Hier ist nichts. Gut. Dann waren wir überall, würde ich sagen. Hier ist wieder Feuerstein. Dann gehen wir den Weg mal hoch. Aber zuerst wäre es doch gut, wenn wir uns heilen. Und essen müssen wir dann auch mal wieder was. Jetzt habe ich aber keine Pilze mehr, gell? Dann esse ich das Fleisch. Und ich trinke was. Und es müsste reichen, jawohl. Was ist dies? Kann ich da rauf? Ja, aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Standort oben. Ich glaube, wir sind richtig. Wunderbar, wunderbar. Was gibt es denn hier in diesem Dingsy-Dingsy? Nix. Interessant. Interessant. Schauen wir mal hier. Hochweidenwarte. Neuer Ort markiert. Oh, Stufenaufstieg. Stufe 3. Finally. Die Warten der Erbauer. Strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keinen wieder herauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Erstens, die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Zweitens, die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in der Flamme hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Gezeichnet Balthasar. Sammeln. So, und das ist jetzt hier also diese Hochweidenwarte. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, die Hochweidenwarte. Ja gut, Leute. Aber, so schön wie es auch war, beende ich den Part auch an dieser Stelle. Ich weiß, wir wollten uns eigentlich die Hochweidenwarte noch anschauen, aber die Zeit vergeht halt einfach immer so ultra schnell. Aber der nächste Part kommt ja schon morgen und von dem her müsst ihr nicht mehr lange drauf warten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis morgen.